heißer Jahre, mein Lieber. Und ich gehe immer mit ihm, mit dem Papa, gehen auf die Jagd. Und die Mutter sagt immer, wenn ich mit dem Papa auf die Jagd gehe, Fredi, sei schön brav. Und dein Papa schön folgen. Sei schön brav und ehrlich. Und wenn's da stößt, schick's heim. Und weißt du, dass wir einen treuen Jagdhund haben? Den hat der Papa schon 8-mal verkauft. Der ist neu bei heimgerannt. So treu ist der Jagdhund. Und der Papa fährt immer mit dem Moped auf die Jagd und da sitze ich hinten oben und ich sage immer, bitte Papa, fahr nicht so schnell, ich fürchte mich. Und dann lacht der Papa, sagt er, schau Fredi, eine Hand, so mein bitte Papa, ich fürchte mich. Und dann lacht er noch mehr, sagt er, schau Fredi, eine Fürst und Hand. Und nachher hat's duscht. Und dann bin ich umgeguckt am Baum. Und der Papa ist runtergekugelt in den Kragen, mein Lehrer. Und ich hab gesagt, siehst Papa, jetzt hast du das. Zuerst hast du gesagt, auch nicht Fies und Hand, und jetzt bist du auch nicht Zehnt. Aber der Papa hat eh schon wieder Zehnt, weißt du, von der Krankenkasse. Aber die Mutter versteckt sie ihm zu Ostern immer, dass er nicht den ganzen Schinkenzahn frisst. Und da sind wir auf die Jagd gefahren, der Papa und ich. Weißt du, einen Fuchs haben wir jagen müssen, weil der hat ein Hein, hat er uns gestohlen, der Fuchs. Weil die Hein ist aus dem Zahn rausgekreut und hat der Papa gesagt, siehst, der schlimme Hein hat jetzt der Fuchs gefressen. Sag ich, gell, Papa, die braven Hörner fressen wir selber. Und dann ist schon der Fuchs dahergekommen, hörst. Und da war der Papa bald hingelegen, weil der Papa hat das Gewehr aufgehoben und dann hat er mal hörst. Und dann hat er den Fuchs vorn eingeschossen und der Fuchs hat sich umgedreht und der Schuss ist ihm hinten raus und hat... Der Schuss ist ihm hinten raus und hat den Papa da beim Schädel gestraft. Wenn wir auf der Alm sind, weißt du, da kocht der Papa immer selber. Der kocht gut. Und da habe ich gesagt, bitte Papa, was kochst denn du heute? Sogar ein Jagerschnitzel. Sag ich, bitte Papa, wie magst denn du das Jagerschnitzel? Sag ich, schau Fredi, da hau ich das Fleisch in die Reihen rein und da kommt ein Pudel Schlägerwitz drüber und da kommt der Kognak, kommt noch drauf und dann schütt ich noch einen Liter Wein dazu und eine Flasche schwarzes Bier. Hab ich gesagt, pfui Papa, erst kann man das Fleisch überhaupt fressen? Sag ich, nein, das Fleisch hau ich eh weg, aber der Saft ist gut. Schnitzel gegessen, ich habe eh nicht viel gegessen. Das meiste der Papa, der hat nur den Saft hat er getrunken. Und da hat er einen Rausch gehabt, der Papa, hörst. Der hat mich gar nicht mehr gekannt. So einen Rausch hat er gehabt. Und da hat sich der Papa gefürcht von heim gegeben. Hat er gesagt, bitte Fredi, jetzt trau ich mich nicht mehr heim. Was der die Mutter hat gesagt, wenn wir von der Jagd heimkommen, muss ich immer beim Schlüsselloch reinblasen. Und wenn sie einen Alkohol tun, gespürt die Mutter, dann muss der Papa auf der Tacken liegen. Hab ich gesagt, Papa, scher dich nix. Frisst halt einen ruhigen Quagel, dann riecht die Mutti nix. Und der Papa hat wirklich einen ruhigen Quagel, hat er gegessen und dann sind wir heim. Und die Mutter hat schon geschrien, einer blasen. Und der Papa hat nachher gelacht, hat er den Reibe auf Zeiten und hat... So hat er reingeblasen. Und die Mutti geschrien, hat sie gesagt, Papa, mit dem Mund so ist einer blasen.